Es ist ein beeindruckendes Bild, wenn das Kraftwerk der Stadtwerke Schwerin nachts beleuchtet wird. Das im Kraft-Wärme-Kopplungsverfahren arbeitende Gas- und Dampfturbinenkraftwerk wurde 1994 in Betrieb genommen. Seitdem versorgte es die Schweriner und Schwerinerinnen zuverlässig mit Wärme und Strom. 2009 wurde der Wärmespeicher hinzugefügt, 2007 eine Biogasanlage errichtet. Nach fast 30 Jahren Betrieb ist jetzt eine Sanierung und Modernisierung des Kraftwerks dringend notwendig geworden. Diese Erneuerung ist notwendig, weil das Kraftwerk mittlerweile das Ende der Lebensdauer erreicht hat. Der Gesetzgeber hat mit dem KWKG-Gesetz die Möglichkeit geschaffen, dass man mit finanzieller Unterstützung des Staates diese Investition auch stemmen kann. Und die nutzen wir jetzt. Die Geschichte des Kraftwerkstandortes Schwerin Süd reicht fast ein halbes Jahrhundert zurück. Von 1973 bis 1976 wurde hier ein Ölheizwerk errichtet. Es versorgte das Wohngebiet Großer Dreesch und Unternehmen im angrenzenden Industriegebiet mit Fernwärme. Auch der 180 Meter hohe Turm stammt noch aus dieser Zeit. Am 2. Mai 2021 wurde das Kraftwerk vom Netz genommen und in mehreren hundert Arbeitsschritten komplett abgeschaltet. Seit Anfang Juni laufen die Abrissarbeiten durch ein externes Spezialunternehmen. Die Gasturbinen sind bereits entfernt. Seit dem 1. Juni ist die Firma TVF Altwerth hier vor Ort bei uns und reißt die wesentlichen Komponenten ab. Derzeit im Hintergrund sehen wir das Gasturbin Package 1, das noch bis in den Mai hinein betrieben hat. Und wir haben jetzt im hinteren Bereich schon den Generator entfernt. Jetzt wird das Gasturbin Package rausmontiert und dann geht es auf der anderen Seite weiter. Zum sogenannten Gasturbinen-Package gehören neben der Gasturbine und dem Generator die Luftansaugung und das Filterhaus. Genau, jetzt einmal rechts nach oben nochmal. Durch ein Labyrinth von Gängen geht es auf die nächste Etage. Hier demontieren Fachkräfte die Halterungen des Dampfturbinentisches. Aber nicht jedes Bauteil wird ausgetauscht. Im Hintergrund sehen Sie jetzt den Dampfturbinentisch. Hier stand früher die alte Entnahme-Kondensationsdampfturbine. Die haben wir jetzt zurückgebaut. Die wird nicht wiederverwendet. Im hinteren Bereich haben wir den Generator der Dampfturbine. Dieser Generator wird general überholt und kommt dann wieder zurück und wird an die neue Dampfturbine angeschlossen. Sodass wir eine neue Dampfturbine haben und einen alten überholten Generator, die zusammen dann das neue Aggregat bilden. Anhand des Dampfturbinenläufers lässt sich die Wirkungsweise der Kraft-Wärme-Kopplung gut erläutern. Was wir jetzt hier gerade sehen, ist der Dampfturbinenläufer. Der Dampfturbinenläufer wandelt aus Dampfenergie in Strom und Wärme um. Es funktioniert so, dass im vorderen Bereich Dampf mit 80 Bar und 510 Grad Celsius eingeströmt wird. Über diese Turbinenschaufeln wird dann diese Energie aus dem Dampf in mechanische Energie, in Rotationsenergie umgewandelt. Und diese Rotationsenergie geht auf den Generator. Und der Generator macht aus der Rotationsenergie, aus der mechanischen Energie, elektrische Energie. Wenn wir viel Strom erzeugen wollten damals mit diesem Dampfturbinenläufer, dann sind wir dann über den Niederdruckteil gegangen. Dann konnte man zwar keine Wärme mehr erzeugen, aber hatte eine deutlich höhere Stromleistung. Zwischen diesen beiden Aggregaten oder zwischen diesen beiden Einheiten war eine sogenannte Entnahme. Wenn wir im KWK-Prozess Energie erzeugen wollten, konnten wir im vorderen Bereich den Dampf zur Stromerzeugung nutzen. Und die Restenthalpie, die Restenergie des Dampfes, haben wir hier hinten zwischen den beiden Läufern abgenommen und über einen Heizkondensator in Fernwärme umgewandelt. Mit der Sanierung des Kraftwerks wird das aufwendige Luftkondensat in dieser Größe überflüssig. Der riesige Wasser-Wärmespeicher bleibt in Betrieb. Die Riesenbatterie mit einem Fassungsvolumen von 15.000 Kubikmetern dient der Zwischenspeicherung und Wärme. Das Kraftwerk kann bei hohen Strompreisen an der Börse Strom produzieren und die Wärme kann zur Versorgung genutzt werden. Die Wärmeversorgung der Schweriner und Schwerinerinnen ist während der Modernisierung jederzeit gesichert.
Die Fernwärmeversorgung ist jederzeit sichergestellt. Wir haben mit einem Lieferanten einen Mietkessel geordert. Dieser Mietkessel wird in den nächsten Wochen angeliefert und wird für die Heizperiode 21/22 und optional für die Heizperiode 22/23 zur Verfügung gestellt. Das heißt, sollte es wieder ein kalter Winter werden, so wie wir das dieses Jahr im Februar haben, sind wir in der Lage, mit unseren eigenen Erzeugungsanlagen die Wärme abzusichern. Und sollten wir einen Fall haben, wo eine unserer Erzeugungsanlagen ausfällt, haben wir dann den Mietkessel in der Reserve im Backup. Die Abrissarbeiten sollen im Oktober abgeschlossen sein. Die neuen Turbinen für das Kraftwerk Schwerin Süd sollen dann Anfang 2022 installiert werden. Zeitgleich erfolgt die Modernisierung der Kesselanlage, der Einbau der neuen Dampfturbine sowie weiterer Nebenanlagen. Wenn alles gut läuft, könnte die Anlage schon Ende 2022 nach erfolgreichem Testbetrieb wieder anlaufen. Schwerin hat dann eines der modernsten und effizientesten Erdgaskraftwerke der Welt.